jetzt habe ich es auch gehört. Hallo? Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 2017. Puh, verdammtes Viech. Aber ich habe keinen Mauszeiger an der Zeit, wo die sich da unterhalten, sonst hätte ich ja vielleicht mal... Hast du das gehört? Reiß dich mal zusammen, das war nur der Wind. Ich kann nicht näher, die Organons... Die sind aber nicht lange genug abgelenkt und während sie sich unterhalten, bekomme ich keinen Mauszeiger, um den Ausgang zu benutzen. Jetzt habe ich es auch gehört. Hallo? Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 207. Puh, verdammtes Viech. Ach Manu, was machen wir denn jetzt? Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Ach komm schon. Hast du das gehört? Reiß dich mal zusammen, das war nur der Wind. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Ich versteh's echt nicht. Wie funktioniert denn das hier? Jetzt? Hallo? Du bist Parano... Puh, verdammtes Viech. So, jetzt hat er seine Taschenlampe genau auf dieser Stelle und das heißt, wir können da nicht näher rangehen. Hast du das gehört? Reiß dich mal zusammen, das war nur der Wind. Kann er seine Taschenlampe mal wieder woanders hinleuchten? Ich kann nicht näher die Orga... Ich kann nicht die Orga... Jetzt habe ich es auch gehört. Hallo? Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 2017. So, jetzt... Puh, verdammtes Viech. Eben war die Taschenlampe doch aber weg, beziehungsweise bloß hier oben. Aber jetzt... Manu! Hast du das gereicht? Jetzt habe ich es auch gehört. Hallo, ist da wer? Du bist paranoid. Puh, verdammtes Viech. Jetzt ist sie wieder da. Und jetzt habe ich erst meinen Mauszeiger zurück. Was ist denn das hier? Ich verstehe es einfach nicht. Immer wenn hier kein Lichtschein ist, dann kann ich mich nicht bewegen, weil ich keinen Mauszeiger habe. Ich drehe gleich durch. Hast du das gehört? Reiß dich mal zu. Ich kann nicht näher ran, die Orga... Du gehst doch aber auch über dieses Brett, wenn diese verdammte Ente da liegt. Dann kannst du doch auch jetzt über das Brett gehen. Meine Güte, wie mich das gerade aufregt. Ich begreife es einfach nicht. Ich kann nicht näher, die Orga... Das ist doch Unsinn! Jetzt habe ich es auch... Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 2017. Puh, ich bin absolut verzweifelt. Ich kann nicht näher die Orga... Hast du das gehört? Reiß dich... Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Jetzt habe ich es auch gehört. Hallo? Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 2017. Geh doch mal runter, Rufus. Wow. Das war ja ein Staatsakt und ich hab's einfach nicht verstanden. Ich bin nur froh, dass es vorbei ist. Ich will gar nicht wissen, was das hier gerade für eine Geschichte war. Ich bin gerade total abgenervt, ganz ehrlich. Ah!
steigert meine Stimmung schon wieder ein klein wenig. Das war nicht übel. Nicht übel ist mein zweiter Vorname, Baby. Hör auf, mich so zu nennen. Komm mit, wir müssen weiter. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Mit Goal, meiner bezaubernden Verlobten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, sie wäre mit diesem stinkenden Deponianer durchgebrannt. Ein abwegiger Gedanke. Au contraire, Schnuckimaus. Du kannst ruhig zugeben, dass du ein Auge auf diesen Rufus geworfen hast. Verständlicherweise erschien mir ein verwegener Draufgänger zu sein. Aber nicht doch, Schnutzipups. Er war nur ein selbstverliebter Trottel. Das reicht jetzt. Sie können immer noch rumturteln, wenn Sie zurück auf Elysium sind. Oh, yeah. Yeah. Yeah, eher, desto besser. Gut. Dürfte ich Sie noch kurz unter vier Augen sprechen, Herr Botschafter? Natürlich. Geh doch schon mal vor, Liebes. Ich und der Amtmann haben noch Dinge zu besprechen. Offenbar. Aber... Husch, husch. Okay, wir sehen uns dann ja gleich, richtig? Tüdelühü. Sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Die Erinnerungen von Fräulein Goal müssen gelöscht werden. Und wir brauchen die Aufstiegscodes. Keine Panik, ist ja alles in Arbeit. Ich tausche die Datasetten aus und lasse das Original auf der Plattform liegen, ne? Dann sind alle glücklich, richtig? Ja, alle bis auf die Deponianer. Ja. Wenn Sie mich hintergehen, schneide ich Ihnen persönlich Ihren hässlichen Kopf ab. Ja, ja, ja. So, jetzt darf ich wieder. Ich habe die Zeit genutzt, um mich ein bisschen zu beruhigen und los geht's zur Plattform. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Hier leben Menschen, Cletus. Ich habe sie selbst gesehen. Ich hab's dir doch erklärt. Ulysses hat recht. Wir können nicht... Störe ich? Rufus! Na endlich! Ich war schon drauf und dran, diesen uneinsichtigen Idioten vom Turm zu werfen. Frag mich bitte nicht, was ich jemals an dem gefunden habe. Was soll das, Rufus? Ich dachte, wir hatten eine Abmachung. Falsch gedacht, Cletus. Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Das ist ein Witz, oder? Bitte, Goal, sag mir, dass das ein Witz ist. Es ist kein Witz. Rufus wird mich nach Elysium begleiten. Er wird mir helfen, die Wahrheit über Deponia ans Licht zu bringen. Und du glaubst wirklich, die lassen so jemanden in die weiße Stadt? Warum nicht? Jeder wird ihn für dich halten. Den? Dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache, das hat doch Cletus gerade gesagt. Wir wollen ihm ja mal nicht alles nachplappern. Oder doch? Naja, das Gespräch hatten wir ja schon mal. Macht das unter euch aus? Ja, im Prinzip bringt es, glaube ich, nichts, wenn wir uns da einmischen. Das müssen die beiden unter sich ausmachen. So eine Trennung ist immer schwierig. Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache. Muss ich erst sauer werden? Willst du mir etwa drohen? Hör mal, Kleiner. Ich habe den dritten Askaten im Shai-Hulu. So wie ich. Ach ja? Was ist dein Duju? Fünf. Fünf? Ich meine gelb. Feuer? Steinbock. Ocelot. Verdammt. Dass ich nicht lache. Macht das unter euch aus. Aber... Rufus! Und mit so einem Schlappschwanz willst du allen Ernstes nach Elysium durchbrennen? Mahlzeit!
dass ich nicht lache. Rufus ist dir um einiges voraus. In Sachen Körpergeruch bestimmt. Rufus hat dieses gewisse Etwas, das dir fehlt. Du meinst den Mantel, den ich in die Altkleidersammlung geworfen habe. Rufus hat allemal mehr im Kopf als du. Ja, und bestimmt könnten 3 Pferde davon satt werden. Was haben wir denn da? Ein 2. Kostüm. Wollen wir doch mal sehen, wer hier der bessere Kletus ist. Rufus hat allemal mehr Format als du. Dann zieh doch seine Füße vielleicht. Ja. Fast so gut wie mein selbstgemachtes Kostüm. Das Inventar in dem Aufzug ist ja mickrig. Da passt noch nicht mal ein Eimer mit Wischmopp rein. Geschweige denn ein Papagei und 2 Katzen. Ich leg meinen Kram mal hier hin. Rufus kämpft wenigstens für das, woran er glaubt. Du meinst, er kämpft für den Osterhasen. So, was machen wir denn jetzt? Ach nein, da brauchen wir die Codes. Rufus hat einfach mehr Klasse als du. Warum eigentlich nicht? Sprichst du von der Seuchengefährdungsklasse? Die Aufstiegscodes. Da war ja was. Rufus hat allemal mehr Format als du. Mal gucken, was Kletus dazu sagt, wenn er uns seine in Füße diesem vielleicht. Aufzug sieht. Rufus hat einfach mehr Klasse als du. So, es reicht. Sprichst du von der Seuchengefährdungsklasse? Dieses Weichei soll mich also ersetzen. Dass ich nicht lache. Gib auf, Kletus. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache. Aber diese ganzen Dialoge hatten wir doch schon. Was wird denn das jetzt? Dass ich nicht lache. Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Da kann er 1000-mal meine Klamotten auftragen und sie mit Ungeziefer infizieren. Es gibt immer noch eine Sache, die mich vollkommen von ihm unterscheidet. Oh, Himmel. Dein Hängearsch. Mein Muttermal, du Dämlack. Nee, was tust du? Lass das! Autsch! Ach, das ist doch lustig. Da fällt mir was ein. Nein! Nicht! Das finde ich amüsant. Yeah! Wir haben es geschafft! Wir haben es wirklich geschafft! Auf nach Elysium! Damit wäre Kletus also auch außer Gefecht gesetzt. Nicht so schnell, Freundchen. Kletus sagte irgendwas von einer Abmachung? Was? Ach das! Vergiss es. Schnee von gestern. Lass uns los. Nach Elysium. Warte mal. Das ist es, oder? Dir geht es gar nicht darum, Deponia zu retten. Du willst einfach nur nach Elysium. Um jeden Preis. Ich? Nein. Also mir hat er was anderes erzählt. Deponia stinkt, hier leben nur Idioten. Meinetwegen kann der ganze Laden in die Luft fliegen. Bla 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 bla. Halt du dich da raus. Goal, glaub ihm kein Wort. Er will nur einen Keil zwischen uns treiben. Aber woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Dieser Ratte trauen, dass ich nicht lache. Goal, er hasst Deponia. Er ist ein Egoist, ein Dieb und ein Betrüger. Schau doch mal bei seinen Sachen nach. Ich bin mir sicher, du findest dort eine Backup-Datasette. Nur für den Fall, dass du ihm auf die Schliche kommst. Das würde er nicht tun. Na los, schau nach. Goal, nicht. Goal, ich kann das erklären. Das kannst du nicht. Weißt du was, Rufus? Ich dachte wirklich, du seist etwas Besonderes. Aber ich bin was Besonderes. Ich weiß, dass du das glaubst. Aber du bist einfach nur ein verdammter Egomane. Du ähnelst Kletus nicht nur äußerlich. Komm her. Ich möchte mir dein Gesicht einprägen, bevor ich alleine nach Elysium zurückgehe. Damit ich weiß, worauf ich kein 3. Mal reinfallen werde. Aber was tun wir denn jetzt?